Matthias, Coinbase ist eine große amerikanische Aktiengesellschaft, die eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Sie können viele Kryptowährungen kaufen und handeln. Ein großer Vorteil ist, es ist eine deutsche Plattform, das heißt, man kann es alles in Deutsch lesen und für deutsche Kunden sehr einfach handelbar. Man kann Geld überweisen oder mit Kreditkarte einfach bezahlen. Das zeige ich euch, wie das alles funktioniert. Und unter dem Video habe ich einen Link gelegt, wo ihr euch ein Coinbase-Konto aufmachen könnt. Wenn euch das Video gefällt, bitte teilt es und macht einen Daumen nach oben bzw. abonniert meinen Kanal. Viel Spaß damit, bleibt bitte bis zum Schluss dran und hier ist euer Matthias. Danke. Ich möchte euch zeigen, wie man ein Coinbase-Konto eröffnet. Sehr, sehr einfache Bedienung, deswegen nutze ich das. Und man kann da hier sehr einfach und locker und leicht ein Konto eröffnen und beziehungsweise auch über Polygon-Matic, das ist ja das, was ihr an Coins braucht, ein Konto eröffnen. Und das zeige ich euch jetzt Schritt für Schritt. Wenn ihr diesen Link hier verwendet, bekommt ihr noch 10,43 Euro geschenkt. Wenn ihr auf den Link drauf gedrückt habt, geht das hier auf. Ihr schreibt euren Vornamen, immer an Max Muster. E-Mail-Adresse. Passwort eingeben. Wie gesagt, hier jetzt nur ein Testkonto. Und bestätigen. Dann auf nächsten Schritt. Bestätigen. Yes. Okay. Jetzt nochmal den Robot bestätigen, dass alles okay ist und einen Account eröffnen. Wenn alles genau eingetragen ist, da kommt dann diese Nachricht. Ihr müsst auf eure Mail wieder gehen und den Link von Coinbase bestätigen. Nachdem du die Mailadresse bestätigt hast, geht das dann wieder auf, langst du wieder zurück. Du musst dein Konto jetzt sichern. Und Verifizierung, dazu brauchst du eine Telefonnummer, die gibst du hier ein. Dann musst du den Code eingeben, den du auf dein Handy bekommen hast. Dann natürlich folgst du jetzt die ganzen Informationen, die noch gebraucht werden. Schön eintragen, alles deine Informationen. Allgemeine Fragen natürlich noch. Welche Branche du tätig bist. Einfach folgen. Dann noch ein paar persönliche Daten eingeben. Die Adresse eingeben, ist ganz wichtig. Die Verifizierung muss dann abgesichert werden. Warum du das machen möchtest, Beruf und so weiter. Beschäftigungsstatus. Dann kann man jetzt die Verifizierung starten, geht automatisch entweder mit der Verlagsbank oder über Video, entscheidest du selber. Wenn das abgewickelt ist, ist das Konto schon eröffnet und du siehst dann hier die ganzen Daten. So, dann kannst du Bargeld hinzufügen.
musste ich noch eine Zahlungsmethode eingeben, die musste ich natürlich noch eingeben hier. Euer Konto eröffnet habt, könnt ihr euch dann regulär anmelden, fortfahren, Passwort eingeben, dann kommt dann der Authentikator, den müsst ihr noch einrichten, dann habt ihr auch euer Handy drauf, ich habe das also genommen, würde ich auch euch raten einzurichten. So, die Nummer suchen wir raus. So, müssen wir eine Sekunde warten, weil das jetzt neu umschlägt. So, 841. Vertraue das jetzt mal. Jetzt öffnet das Konto. So, ihr kommt hier raus. So ist es die Startseite, ne? Da kann man noch ein paar Einstellungen vornehmen. Da geht ihr hier oben drauf. Auf Einstellungen. Benachrichtigungen. Ich möchte, wie gesagt, bei mir benachrichtigt werden, ja oder nein. Sicherheit. Hier habt ihr das alles, könnt ihr die Telefonnummer nochmal eingeben, den Audigitator einrichten oder SMS, könnt ihr mehr Optionen jetzt errichten. Ne? Was ihr halt haben wollt, je sicherer, desto besser. Gerätemanagement. Ne? Was erlaubt euch hier reinzugehen, wenn ein neuer Computer dazugeht, müsst ihr den erst bestätigen. Hier habt ihr euch alle Aktivitäten hinterlegt. Wer war drinne? Datenschutz. Und die Zahlungsmethoden. Das heißt, was habt ihr für Zahlungsmethoden hinterlegt? Ich habe PayPal, Überweisung, das könnt ihr hier einfach erweitern. Ne? Oder Visa. Und mehr braucht man erst bei sich zu sagen. Dann gucken Sie mal die Startseite an, geben mal die Skriptewerte. Hier sind die häufig verwendeten Coins, die ich nutze. Könnt ihr, wie gesagt, hier nehmen, eintragen. Hier könnt ihr den Link kopieren, dass ihr eure Freunde auch 10 Euro bekommen. Hier könnt ihr handeln. Ja. Hier sind alle Coins hinterlegt. Binance. Und hier könnt ihr auch suchen. Nehmen wir mal das, was ihr jetzt wolltet, war ja Matic. Halt, ja. Hier seht ihr. Ach, sorry. Hier seht ihr. Hier ist er bestätigt. Diesen brauchen wir. Da wisst ihr, was kostet er jetzt. Und was hat sich verändert jetzt 40 Stunden? Wie viel ist jetzt Marktkapitalisierung? Und hier muss der Kaufen-Button stehen. Ne? Das ist das, was man kaufen kann. Wenn hier kein Kaufbutton dasteht, kann ich also keinen kaufen. Kann man noch entdecken. Zum Beispiel, wenn du die Zinsen, deine Währungen verzinst haben möchtest, kannst du hier drauf gehen, kaufst Ethereum ein, lässt es halt stehen, sagen wir stehen, weil du bekommst halt die 4% Zins pro Jahr und so weiter. Hier kannst du noch mal ein bisschen Geld verdienen damit. Zahlen. Hier kannst du also dann senden oder empfangen. Empfangen, das ist diese Binance-Adresse, weil die kopierst du und schickst du dann dorthin, wo du es versenden möchtest. Oder empfangen möchtest, sorry. Und hier kannst du nach außen senden. Ne? So, jetzt mal wie 100 Dollar. Jetzt möchtest du bezahlen in Euro. Sorry, Bitcoin meine ich, Bitcoin bezahlen. Okay. Jetzt kommt hier da die Adresse rein, wo du es hinschicken möchtest, eine Nachricht haben möchtest und fortfahren. Und dann schickst du es weg. Ne? Okay, das war es eigentlich das Wichtigste. Alles andere ist selbsterklärend. Natürlich, wie gesagt, viel Spaß damit. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, dass ihr euer Konto aufbauen könnt. Unter dem ist ein Link,
Dann könnt ihr dieses Konto relativ einfach eröffnen und bekommt dann auch 10 Euro Startkapital, wenn ihr 100 Euro erstmal investiert habt. Ne? Vielen Dank, euer Matthias Müller.